Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir werden uns jetzt an die Aufgabe machen, dass wir Value Object implementieren. Eben mit den Grundlagen, die wir über Reflection gelernt haben, sodass wir eben diese ganzen Methoden hier, equals, getHashCode und die Operatorenüberladungen in eine Klasse auslagern können. Und Adresse, Farbe und jede mögliche andere Klasse, die eben ein Value-Object repräsentieren soll, bloß von dieser Klasse ableiten muss und nur die Felder und Eigenschaften definieren muss, die eben für sie relevant sind. Der Rest funktioniert automatisch und damit wollen wir uns eben an das Don't Repeat Yourself, das Dry-Prinzip halten, damit wir eben alle Informationen zu einem bestimmten Konzept an genau einer Stelle in unserem System haben. Also unser System ist in diesem Fall natürlich der Source Code. Und dazu lagere ich diese Klasse jetzt mal hier in eine eigene Datei aus. Und ich mache mal den Solution Explorer hier an die Seite und schiebe hier das in die andere, in ein anderes Tab, damit wir das uns parallel anschauen können. Also wir haben gesagt, wir parametrieren dieses Value Object mit dem Generic T, weil wir natürlich auch iEquitable of T implementieren wollen. Das war ja eine Voraussetzung, damit wir ein sauberes Value Object bekommen, dass wir uns an diese Schnittstelle, die in .NET definiert ist und von den Collections auch unterstützt wird, eben halten. Ja, dann geht's los. Wir fangen bei der Equals-Methode an. Was wir hier eben machen, ist, dass wir dieses andere Objekt, dieses Other, hier haben wir es als Adresse, ich kann es ein bisschen höher setzen, damit das ungefähr auf gleicher Höhe ist, so, das überprüfen wir auf Null. Das erste, was ich aber machen möchte, ist überhaupt mal feststellen, ja, kann man hier eigentlich für dieses T auch eine Struktur angeben, also oder irgendeine andere Sache als eine Klasse? Eigentlich nicht, weil wir wollen ja, dass andere Klassen von genau unserer Value Object of T Klasse ableiten. Und das erste, was ich jetzt mache, und das ist auch das erste, was jetzt neu ist in diesem Video, ist, dass ich diesen Generic beschränke. Das heißt, ich kann einschränken, nach welchem Typ dieses T aufgelöst werden kann. Und das mache ich, indem ich einfach hinter den Kopf des Typs, den wir hier sehen, mit where einschränke, dass T nur eine Klasse sein darf. Damit umgehe ich auch das Problem, dass hier rein theoretisch ein Wertetyp reinkommen könnte. Und Wertetypen können ja nicht null sein. Deswegen hat auch hier vorher noch, als ich eben dieses where t ist gleich class weggenommen habe, wenn ich das nochmal kurz auskommentiere, das darf ich nicht machen, ich nehme es nochmal kurz weg, dann sieht man hier, dass eben mein Code-Unterstützungstool hier sagt, dass ein möglicher Vergleich mit einem Value-Type mit null ist und Value-Types, wie wir wissen, können nicht null sein. Also dann fügen wir eben dieses where wieder ein. Das sagt also aus, dass wenn ich dieses T auflöse, eben beispielsweise wenn ich von dieser Klasse ableite, dann muss dieser Generic als eine Klasse aufgelöst werden. Zusätzlich mache ich diese Klasse ValueObject auch noch abstrakt, damit man eben diese Klasse nicht selbst instanzieren kann, so ein Objekt. Sie soll ja bloß als Basisklasse für andere Klassen dienen. Okay, das erste, was wir hier eben machen müssen in dieser Equals-Methode, ist offensichtlich, dass wir mal das andere Objekt auf null überprüfen und wenn das andere Objekt null ist, dann geben wir eben false zurück. Und ansonsten brauchen wir jetzt eben die Informationen zu allen Feldern, die eben der entsprechende Typ unterstützt. Also wir brauchen Straße, Postleitzahl und Ort, wenn
letztendlich hier eine Adresse dahinter steckt. Oder wir brauchen Rot, Grün, Blau, wenn eine Farbe dahinter stecken würde. Und diese Informationen besorge ich mir sofort im Konstruktor. Und dazu setze ich hier Binding Flags als eine Konstante in diesem Feld ein. Und genau wie im vorletzten Video war es, glaube ich, setzen wir hier eben Non-Public und Binding Flag Instance ein, weil wir diese Felder eben standardmäßig vergleichen wollen. Eben alle Felder, die private sind, und die Instanzfelder sind. Statische Felder würden beispielsweise bei diesem Vergleich rausfallen. Könnten aber auch in einer ableitenden Klasse rein theoretisch definiert sein. So, und wenn ich das habe, dann mache ich diesen Konstruktor natürlich protected. Und genauso mache ich noch einen anderen Konstruktor, der protected ist. Und dem übergebe ich jetzt eben Field Infos. Ein Array von Field Infos. Das nenne ich Feld Infos. Machen wir hier noch etwas Platz. Und diese Feld Infos, die speichere ich mir natürlich in einem Feld hier oben. Das mache ich Read Only. Und das setze ich mir hier im Konstruktor mit diesem Parameter, der mir übergeben wird. Und ich rufe eben aus diesem Standardkonstruktor hier oben den anderen Konstruktor auf und sage einfach, dass ich type of t .getFields haben möchte und gebe hier eben Privat und Instanz diese Binding Flags mit an. Das heißt, wenn der Standardkonstruktor aufgerufen wird, dann... Entschuldigung, ich habe hier natürlich File-Info stehen, das ist Blödsinn. Ich brauche hier natürlich Field-Info. Deswegen ist auch hier noch der Fehler. Jetzt stimmt's wieder. Also nochmals, wenn der Standardkonstruktor von der ableitenden Klasse eingesetzt wird, dann hole ich mir einfach automatisch alle Felder zu, die eben Privat- und Instanzfelder sind für diese entsprechenden Typen. Aber die ableitende Klasse hat auch die Möglichkeit, dass er mir eben bestimmte Field-Infos gleich selber mit übergibt und dazu kann er eben diesen Konstruktor hier aufrufen oder sozusagen in seine Konstruktoraufrufe ketten und damit hat er eben die Möglichkeit auch selber zu spezifizieren, nein, ich möchte mich bloß anhand dieser beiden Felder eben identifizieren und das kann er dann sozusagen auch selber bestimmen, wenn er möchte. Der einfachste Weg ist aber einfach diesen Standardkonstruktor zu nutzen und wir holen uns dann automatisch alle Felder, die private Instanz sind vom entsprechenden Typen. Okay, das heißt, in dieser Equals-Methode, kommen wir jetzt mal hier wieder zurück, müssen wir jetzt durch alle Felder laufen und die Werte vom anderen Objekt, also das hier, mit uns selber vergleichen. Und dann gucken wir eben, wenn alle gleich sind, geben wir True zurück. Wenn nicht alle gleich sind, oder zumindest eins unterschiedlich, sagen wir eben false. Was ich hier jetzt mache, ist nicht diese Und-Und-Abfrage, weil das hier ist ja quasi sozusagen statisch vorgegeben, wie viele Elemente drin sind. Was wir stattdessen brauchen, ist, wir müssen durch diesen Array von Field-Infos durchgehen. Das mache ich mit einer For-Each-Schleife. Und was ich hier jetzt eben mache, ist, ich hole mir einmal den Wert vom
Und das mache ich eben über feldinfo.getValue. Was wir jetzt hier wirklich einsetzen ist, wir lesen einen Feldwert über Reflection aus zur Laufzeit. Und dazu gebe ich hier eben other an. Und hier haben wir eben Wert von diesem Objekt. Dazu benutze ich nochmal das gleiche. Ich hole hier mit getValue und gebe hier aber natürlich this an. So, und wenn ich das habe, kann ich hier schauen, ist dieser Wert des anderen Objekts gleich null? Das muss ich vorher überprüfen. Wenn das nicht der Fall ist, dann muss ich eben schauen innerhalb dieses if-Blocks, ob auch mein eigener Wert von diesem Objekt eben null ist. Wenn das zutrifft, dann gehe ich einfach weiter. Ansonsten würde ich eben sagen, return false. Na, also dann wäre ja quasi vom anderen Objekt ein Feld null, von uns aber nicht. Und deswegen würde ich hier false zurückgeben. Ist das allerdings nicht der Fall, könnte ich einfach jetzt sagen, da ich weiß, dass dieser andere Wert auf keinen Fall null sein kann, dass ich Wert des anderen Objekts equals Wert von diesem Objekt aufrufe. Und dazu muss ich natürlich auch nochmal hier eigentlich ein else-if machen, um genau zu sein. Das brauchen wir dann eigentlich auch gar nicht mehr, weil entweder springen wir wieder an den Anfang der Schleife oder wir geben false zurück. Deswegen brauchen wir hier kein else. Wenn eben das gleich ist, dann, oder sagen wir es gleich, wenn es nicht überall einstimmt, diese beiden Werte, dann gebe ich eben hier false zurück. Schauen wir uns nochmal genau an, was jetzt dieses Stückchen Code bis jetzt macht. Also wir rennen hier in equals durch alle Feldinfos durch und zu einer Feldinfo holen wir uns eben den entsprechenden Wert mit getValue von einem tatsächlichen Objekt. Das heißt, wenn hier quasi die Feldinfo für grün stehen würde, dann würde getValue sozusagen dafür sorgen, dass der Wert für grün eben aus diesem anderen Objekt und aus unserem Objekt ausgelesen wird. Und da muss ich natürlich überprüfen, Vorsicht, ist dieses Ding null, sonst kann ich nämlich nicht equals aufrufen, das würde dann in einer null reference exception enden. Und mit diesem Stück Code können wir eben jetzt schrittweise durchgehen und wir sehen hier, ich gebe immer genau dann false zurück, wenn ich eben feststelle, dass zwei Feldwerte nicht übereinstimmen. Also hier eben für den Null-Fall und hier eben, wenn nicht Null hinter einem Feld steckt, aber Equals eben false zurückgibt. So, und wenn diese komplette Schleife natürlich durchgelaufen ist und wir für alle Feldinfos überprüft haben, dass diese entsprechenden Werte bei den Objekten auch gleich sind, dann kann ich ganz am Ende dieser Equals-Methode jetzt true zurückgeben. Das heißt, wenn diese for-each-Schleife durchläuft, ohne dass wir bei einem dieser Return-False landen, dann muss ich true zurückgeben, weil eben meine Überprüfung aller Felder korrekt war. Man sieht jetzt hier, das schaut etwas komplizierter aus als dieses Return-Statement, aber im Prinzip wird hier auch nichts anderes miteinander gemacht, als eben jeweils zwei Werte miteinander verglichen und dann geguckt, sind die gleich. Wenn das passt, gehe ich eben mit dem Und-Und-Operator zum nächsten weiter
vergleiche die, wenn das auch passt. Und Operator sorgt dann dafür, dass eben dieser Ausdruck noch ausgeführt wird. Und im Prinzip ist genau das das Gleiche, was wir hier in dieser For-Each-Schleife machen. Okay, damit haben wir die Equals-Methode implementiert. Dann können wir natürlich auch jetzt die Object-Equals-Methode überschreiben. Und was wir hier natürlich machen, ist, wie hier auch, einfach weiterleiten, dass wir dieses andere Objekt eben als T jetzt versuchen zu casten. Und wir geben eben diesen Aufruf an Object.equals einfach hier an diese Equals-Methode direkt weiter. Dann müssen wir natürlich noch GetHashCode überschreiben. Und auch das ist relativ einfach. Wir wissen ja, dass ValueObjects Immutable Objects sein müssen. Das heißt, die Werte für diese, also das heißt sein müssen, sein sollten, sagen wir mal so. Die Werte, aus denen sich der Hashcode berechnet, die sind nach dem Initialisieren des Objekts fest. Das heißt, dass für uns, wir müssen den Hashcode über Reflection eigentlich nur einmal berechnen. Und dazu nutzen wir eben den Type nullable of int. Und wir wissen ja, dass wir nullable abkürzen können, indem wir einfach ein Fragezeichen hinter den int-Typ hier schreiben. Also das ist genau das gleiche, wie wenn ich eben nullable of int schreiben würde. Ist komplett identisch. Und wir überprüfen hier in der Hashcode-Methode eben, if hashcode .hasValue gleich false, dann müssen wir uns eben den Hashcode berechnen. Einmalig. Und das ist eben eine Methode, die mache ich privat. Und ansonsten geben wir eben Hashcode.value zurück. So, was wir hier jetzt machen ist, wir laufen wiederum, wenn wir uns hier nochmal kurz anschauen, wie ist denn diese GetHashCode-Methode implementiert. Ja, wir nehmen von der Straße den Hashcode, von der Postleitzahl den Hashcode und vom Ort den Hashcode. Und diese Sachen müssen wir eben mit XOR zusammenfügen. Das machen wir jetzt hier auch gleich. Wir sagen eben, int Hashcode ist gleich 0. Wir können sogar var benutzen. Und wir laufen jetzt wiederum durch alle Feldinfos durch. Und wir nutzen das, um jetzt eben hier uns wieder den Wert von unserem Objekt zu holen. Für das entsprechende Feld. Wir setzen wieder Feldinfo getValue ein für this. Und dann überprüfe ich natürlich, if Wert dieses Objekts ungleich null, dann kann ich sozusagen Hashcode plus ist gleich, Entschuldigung, XOR ist gleich, das will ich ja mit XOR verknüpfen. Wert dieses Objekts .getHashCode. Und wenn ich das geschafft habe, mache ich direkt ein Continue. Und wenn ich hier eben nicht reinkomme, dann mache ich nichts. Also wir können das eigentlich auch weglassen und direkt so lassen. Wenn eben ein Objekt null ist, dann möchte ich diesen Hashcode erstmal nicht verändern. Es gibt wahrscheinlich noch elaboriertere Implementierungen von dieser GetHashCode-Methode, aber das würde jetzt zu sehr in Algorithmik reingehen und deswegen belasse ich jetzt erstmal bei diesem einfachen Verfahren. Das funktioniert genauso, aber es ist halt wahrscheinlich möglich, dass wir öfters Kollisionen mit eigentlich unterschiedlichen Objekten haben, die aber den gleichen Hashcode zurückgeben.
Aber das soll uns jetzt an dieser Stelle prinzipiell erstmal nicht stören. Wir wollen bloß sehen, wie wir eben jetzt diese Klasse Value Object mit Reflection aufbauen können. Und wenn wir das haben, können wir eben Hashcode, ist gleich Hashcode hier setzen. Ja, der Resharper meckert jetzt hier, dass hier eben für getHashCode ein Feld innerhalb dieser Methode benutzt wurde, das nicht read-only ist. Das macht aber nichts, weil wir benutzen ja HashCode nicht, um den HashCode zu berechnen, sondern wir benutzen ja tatsächlich hier diese Feldinfos, holen uns hier die Werte und setzen so uns den HashCode zusammen. Also das ist eine fehlerhafte Meldung von Resharper in diesem Fall. Das ist halt seine Art und Weise, mir auszudrücken, Vorsicht, machst du hier was Richtiges? Und das kann ich aber eben aussetzen, indem ich hier bestimmte Kommentare setze. Und damit haben wir auch diesen Teil, ich nehme es wieder weg, das ist, glaube ich, bloß unnötig. Also wir können eigentlich diese blaue Unterringelung hier, diese Infowarnung, ignorieren. Okay, dann haben wir getHashCode. Was jetzt noch übrig bleibt, ist natürlich, dass wir diese beiden Operatoren überladen. Das heißt, wir brauchen hier public static bool operator ist gleich. Und geben hier eben jetzt value object of t an, erstes Objekt, und value object of t das zweite Objekt. Und ich muss hier jetzt eben gucken, ist die Adresse des ersten Objekts gleich null? Wenn das der Fall ist, dann muss ich eben zurückgeben, ob auch das zweite Objekt gleich null ist, so wie auch vorher. Und wir können jetzt eben hier schauen, erstes Objekt Punkt equals zweites Objekt. Und das möchten wir eben als t casten, damit wir eben hier direkt in dieser Methode hier oben landen. Und wir brauchen natürlich auch den Operator ungleich ist gleich. Den wir eben hier angeben. Und was wir hier eben machen, ist, dass wir das erste Objekt mit dem ist gleich Operator, oh, hier habe ich natürlich noch einen Fehler, hier vergleichen und den Rückgabewert von diesem Aufruf eben einfach negieren. Gut, damit haben wir unsere ValueObject-Klasse fertig. Wir schauen uns nochmal kurz an, was sie tatsächlich macht in der Zusammenfassung. Wir haben hier eben eine Einschränkung des Generics, dass wir für diesen Generic eben nur Typen einsetzen können, die selber Klassen sind. Und wir haben hier eben festgelegt, dass wir Privat- und Instanzfelder standardmäßig auslesen, Entschuldigung. Und das wird eben angesteuert, wenn eine Klasse, die von uns ableitet, den Standardkonstruktor nutzt. Aber wenn man möchte, dass man diese Feldinfos direkt angibt, dann kann man hier eben auch direkt diesen Konstruktor nutzen. Und was wir hier eben auch noch haben, ist diese Equals-Methode, in der wir jetzt eben durch all diese Feldinfos, die wir über den Konstruktor bekommen haben, durchlaufen und versuchen, diese
die entsprechenden Werte aus den Objekten über diese Feldinfos, also letztendlich Felder auslesen über Reflection, dass wir das hier einsetzen. Und wir vergleichen dann eben die Werte der anderen Objekte. Jeweils einfach hier die Null-Überprüfung, weil wir ansonsten hier die Null-Reference-Exception bekommen. In jedem Fall, wenn wir feststellen, dass wir eben einen Unterschied in den Feldwerten haben, geben wir hier Return False zurück, genauso wie hier unten. Wenn wir aber durch diese Schleife durchlaufen und alles hat funktioniert, machen wir hier den Return True. Dann überschreiben wir Equals von Object und geben das eben direkt an diese Implementierung weiter. Und hier bei GetHashCode gucken wir eben, haben wir uns den Hashcode schon einmal berechnet. Und wenn das noch nicht der Fall ist, dann tun wir das eben. Also wir berechnen den Hashcode genau beim ersten Aufruf von dieser Methode. Ansonsten liegt dieser Wert einfach immer vor. Und ich habe ja gesagt, Reflection ist im Vergleich zu normalen Methodenaufrufen etwa um den Faktor 100 langsamer. Aber wir umgehen das hier, um sozusagen, indem wir Hashcode bloß einmal berechnen. Ja, und wie üblich hier die ist gleich Operation oder Überladung und die ungleich ist gleich Überladung, die rufen intern letztendlich bloß sich jeweils selber auf, er eben ihn, und er nutzt intern equals, um hier oben zu landen. Ja, das ist eben unsere ValueObject-Klasse, die wir jetzt haben. Und wir nutzen das jetzt einfach mal direkt hier. Wir leiten jetzt hier von ValueObject ab und geben hier natürlich Farbe an. Und was uns das jetzt erlaubt ist, dass wir all diesen ganzen Code hier unten wegnehmen können. Und das nicht nur einmal. Wir können das genauso gut bei der Adresse machen. Den Solution Explorer wieder auf. Auch hier leiten wir jetzt einfach von ValueObject auf Adresse. Natürlich lösen wir jetzt hier in diesem Fall auf. Und wir können dann genauso hier diesen kompletten Codeblock wieder wegnehmen, weil er ja in der Basisklasse implementiert ist. Einfach weg damit. Und wir sehen, dadurch werden unsere Klassen jetzt wirklich sehr kurz und übersichtlich. Genauso hier die Farbe. Und wir sehen eben, dass dieses Konzept des ValueObjects eben in dieser Basisklasse hier implementiert ist. Und wir schauen natürlich nochmal an, ob das Ganze auch hier tatsächlich funktioniert. Das heißt, wir hatten das ja mit dem Hashset gemacht. Wir machen jetzt hier mal ein Farben-Hashset. Und wir fügen hier eben beispielsweise ein tolles Rot ein. Das war ja unser Punkt. Das machen wir hier unten nochmal. Hier benutzen wir aber einen Blauton beispielsweise. Und hier nochmal einen Rotton. Wir sehen hier eben, hier wird jeweils ein neues Objekt erstellt. Und dadurch, dass wir eben ValueObjects haben, gelten diese Objekte trotzdem als gleich. Und wir können dann natürlich auch durch dieses Farben-Hashset durchlaufen und diese Farbe ausgeben. Klein geschrieben natürlich. Und wenn wir das jetzt mal ausprobieren, dann werden wir sehen, dass wir hier eben jetzt bei dieser dritten Aufruf das neue Objekt nicht hinzugefügt wird, weil es eben schon ein anderes Objekt gibt, das genau diesem Rotwert entspricht. Und wir sehen hier eben, dass der Count für dieses Farben-Hashset 2 ist und nicht 3. Und das gleiche sieht man dann natürlich auch, wenn man hier jetzt das auf der Konsole ausgibt. Wir haben hier eben bloß diesen Rotton und diesen Blauton drin. Genau identisch funktioniert das jetzt eben mit der Klasse Adresse. Auch
Hier könnte ich mir jetzt ein Hashset erstellen und dann mehrere Adressen einfügen, aber das ist eigentlich relativ viel Schreibarbeit jetzt, um dann ein sinnvolles Beispiel hinzukriegen im Vergleich zur Farbe. Wie gesagt, wenn Sie jetzt noch das Gefühl haben, dass die Konzepte, die jetzt hier dahinter stecken, Sie erschlagen, es ist mit Level 200 gekennzeichnet, das heißt, auch in der Prüfung werde ich jetzt nicht direkt Sachen zu diesem Thema abfragen, also wie ist Value Object aufgebaut und wie würde man das machen. Ich möchte nochmal trotzdem kurz zusammenfassen, was hier jetzt für Generics aus unserer Sicht wichtig war. Wir haben eben gelernt, wir können Generics mit Where einschränken. Schauen wir uns im nächsten Video nochmal genauer an, wie das eigentlich genau funktionieren kann. Und aus Reflection-Sicht war eben hier wichtig, dass wir eben nicht nur Reflection wie bisher in unseren Beispielen einsetzen können, um Informationen zu Typen auszugeben, sondern wir können tatsächlich Reflection auch nutzen, um auf die Werte eines Objekts zuzugreifen. Machen wir hier. Hier lesen wir Feldinfos dynamisch über Reflection aus. Genauso hier unten, wenn wir den Hashcode berechnen. Und das ist auch der Haupteinsatzzweck für Reflection. Nicht nur, dass wir eben Typinfos ausgeben können, sondern dass wir diese Typinfos nutzen können, um Methoden dynamisch aufzurufen, um Properties auszulesen oder zu setzen, um Events, sich dynamisch an Events zu registrieren. Das wird seltener gemacht. Also hauptsächlich für Methoden, um diese dynamisch aufzurufen. Oder eben um Felder auszulesen. Aber wir hätten hier auch sogar die Möglichkeit, dass wir eben Set-Value einsetzen. Das würde auch gehen. Ja, dann würden wir eben nicht einen Wert auslesen, sondern ihn setzen als auf dieses Objekt. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Im nächsten Video schauen wir uns nochmal eine Zusammenfassung für Generics an. Und ich sage bis bald und auf Wiedersehen.